Als Langstreckenläuferin läuft sie schon lange. Der Bietschi hat schon etliche Rekorde aufgestellt. Heute ist sie jetzt bei uns zu Gast. Die Ursula Spielmann, Jeitziner, herzlich willkommen. Du läufst und läufst und läufst noch immer. Eine richtige Leidenschaft bei dir. Ja, total. Also eben ohne zu laufen fehlt mir etwas. Und ich merke, es ist nicht einfach nur zu trainieren, der Wettkampf, sondern einfach so für mein Leben, so ein bisschen abzuschalten, also meine Gedanken anzuhängen, Natur wahrzunehmen. Es ist wirklich etwas, was mir noch gar nicht ist verleidet. Du läufst nicht nur die Wettkämpfe, die man natürlich von dir gehört, sondern auch natürlich im Training. Wie viel Mal läufst du pro Woche oder pro Tag oder im Monat? Wie kann man das vielleicht ausdrücken? Also ich gehe jeden Tag und pro Woche gibt es so um die 100 Kilometer circa. Es hat Zeiten gegeben, wo ich viel mehr habe gemacht, einfach so zu meinen besten Zeiten. Aber ich habe gemerkt, jetzt so in meinem Alter ist so jeden Tag wirklich gut und kann auch so die Leistungen, das stimmt auch so überein mit den Leistungen, die ich bringen kann im Wettkampf. Du sprichst so zu den besten Zeiten, ist man dann nicht im Langstreckenläufen, im Austauschsport eher, wenn man ein bisschen reifer ist, je länger, je besser. Ist das nicht so, dass man da mit 20 vielleicht eben nicht so weit ist wie in anderen Sportarten? Ja, es ist halt unterschiedlich. Bei mir war es so, dass ich relativ schnell ein gutes Level hatte. Und so mit 3,24 war so meine beste Phase. Da habe ich einfach auch das Training gut mega verleiden. Da habe ich ja, 10-mal oder sogar 12-mal pro Woche trainiert. Und wenn der Körper jünger ist, ist er halt noch frischer. Und kann man sich besser erholen. Und dann haben sich auch so meine Lebensziele ein bisschen verändert. Ich habe irgendwann mal Kinder bekommen und dann muss man sich natürlich auch in dem anpassen. Und ich habe halt auch Verletzungen gehabt, so nach der Phase, als ich sehr viel trainiert habe, hat irgendwie so die Balance in jedem Fall nicht mehr so gestimmt. Und ja, darum, bei mir hat jetzt das, ist das anders gewesen. Ich bin so wirklich relativ jung, habe ich schon gut mega säckeln. Langstreckenläufen ist eine Austauschsportart, zwischen Sucht und Leidenschaft, Passion und Freude. Wie ist das mit dir gewesen oder immer noch? Ja, ich denke, die Stichworte passen alle zu mir. Einerseits ist es wirklich eine grosse Leidenschaft von mir. Wenn ich es nicht machen kann, fehlt mir etwas. Also es hat auch Phasen gegeben, in denen ich nicht laufen konnte, weil ich verletzt war. Und dann einfach gemerkt, ich gehe dann Velo fahren oder so, als dass ich fit bleibe. Aber so der Bodenkontakt, das ist das, was mir viel bringt, merke ich einfach so, einfach mich selber so wie fortbewegen. Und ja, das gibt einfach ein gutes Körpergefühl und es ist sicher eine Art Sucht. Also es fehlt mir, wenn ich nicht gehen kann, dann werde ich sicher eher kribbelig und ich bin von Art jemand, der sehr aktiv ist und ich denke, das Laufen tut mich eben auch erden. Das Laufen ist eigentlich eine sehr ursprüngliche Sport- oder Bewegungsart, kann man sagen. Wie ist deine Stellung zu diesen materialaufwendigen Sportarten? Zum Beispiel Skifahren braucht ein riesen Material. Du machst eine Sportart, die eher ursprünglich ist, die natürlicher ist. Betreibst du andere Sportarten in der Beziehung? Oder wie ist dein Verhältnis zu den anderen Sportarten, die mit sehr viel Material verbunden sind? Also ich finde es natürlich extrem praktisch, Läuferin zu sein. Oder? Vor allem kann man es überall machen und Läufschuhe kann man überall gebig mitnehmen. Andere Sportarten, also ich merke einfach, dass ich in einer anderen Sportart, ich tue mich gerne bewegen, aber ich bin absolut nicht ehrgeizig in einer anderen Sportart. Ich gehe gerne Ski fahren mit den Kindern, aber es ist mir auch gleich, da 2 Stunden in einer Gartenbeiz zu hocken. Ja, ich bin jetzt nicht so der Sportler, vielleicht so der Gigathlon-Sportler, der morgen um 8 Uhr mal anfängt trainieren bis am Abend spät. Also ich gehe einfach gerne pro Tag eine Stunde oder 1,5 Stunden, je nachdem, säckeln. Aber das ist so wie mein Pensum befriedigt oder wie man dem so sagen kann. Also ich brauche zu laufen, aber ich bin nicht so der Vollblüt-Sportler, so in dem Sinn. Wie ist das mit deinen Kindern im Moment? Sind die schon zu Läufer oder Läuferinnen geworden? Der Dennis ist 8, der tut eigentlich sehr gerne Judo. Der ist völlig FC Thun-Fan, das darf ich jetzt zwar fast nicht sagen, aber der tut schon sich sehr gerne bewegen. Das hat man schon als Kleinkind gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht später auch will laufen, weil er sieht natürlich, durch das, dass ich auch noch Trainerin bin, bei den All Blacks, sieht er auch so einen jungen Athleten. Und letztes Mal hat er auch gesagt, er braucht ein paar Nagelschuhe, hat er ein paar bekommen. Und jetzt habe ich schon gemerkt, er macht es euch gerne. Klar, das Training ist noch viel zu früh, das macht euch nicht Sinn. Aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht das später auch mal gerne macht. Und das Mädchen ist Elena, die ist 5 und die tut sehr gerne tanzen. Mal schauen, was da
kommt. Also immerhin, der Bühne läuft ja bereits, wenn immerhin der Ball an, vielleicht ein Tag schon ohne Ball. Wie bist du selber zu dem Sport gekommen, Läufsport? Nehme an, du hast im Nahen nicht geschüttet, aber Läufen, ja. Wie kommt ein Mädchen wie du damals zum Laufen? Ja, zuerst habe ich Leichtathletik gemacht. Das ist mein Onkel, der Beat Lochmatter, ist ja da der Trainer gsi beim TV Nahters. Dann habe ich so ein bisschen den Bezug zur Leichtathletik gefunden. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich relativ schnell, also das Laufen mir eigentlich schon früh angefallen. Da hat mich mal eine Kollegin gefragt, ob wir zu Bern an eine GP gehen wollen. Da bin ich irgendwie 14 gsi. Dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Und dann war irgendwie 3 Monate vorher mal angefangen trainieren. Das war ja 16 Kilometer gsi. Und das war ja dann extrem weit gsi in dem Alter, weil da hat man das Gefühl gehabt, das schaffe ich wie nicht. Und so bin ich so mit drin gekommen. Aber mal so ein bisschen den Geschmack von dem Laufen. Dann habe ich schon gemerkt, ich mache es sehr gerne. Und so mit 17 habe ich nachher das Nahters in der Gruppe angefangen trainieren, wo so Studers sind drin gewesen, auch das Reine, wo jetzt leider nicht mehr lebt, oder das Schilbi. Und dann habe ich einfach mit der Gruppe das Nahters angefangen trainieren. Und das war für mich extrem super Erfahrung gewesen, weil wir es ganz locker und gut gehabt. Und später habe ich dann sogar so wie ich den Trainingsplan vorgehend in Tali schön mit mir trainiert. Und dann habe ich wirklich ganz schöne Erinnerungen an die Zeit. Was ist denn das Faszinierende an dem Laufen? Wenn man für einen jungen Menschen reinbübt, jetzt Fußball spielen, das Mädchen tut tanzen, obwohl Laufen sehr ursprünglich ist. Die jungen Leute kommen ja nicht unbedingt das erste Mal zum Laufen. Zuerst machen sie vielleicht irgendeine spielerische Sportart. Was ist denn da das Faszinierende für dich immer gewesen am Laufen? Was hat dich da speziell angesprochen? Oder spricht dich natürlich immer noch? Mhm. Ja, also der Körper zu spielen, oder? Also mit dem Training, welche Reize bringt mir was, oder? Dass ich es mal besser mag, oder? Also einerseits ist natürlich auch so eine gewisse Fleissarbeit. Und andererseits ist es auch spannend, wie reagiert der Körper und man muss einfach so wie das Körpergefühl entwickeln. Und ich denke, ja, es ist für jemanden, der nicht läuft, ist das noch schwierig nachzuvollziehen. Aber ich merke es immer auch bei Leuten, die vielleicht anfangen zu laufen, dass sie irgendwie gleich aufs Mal packt, obwohl das ja meistens das Gefühl haben, das ist sehr langweilig oder vielleicht vor Schülern noch so negative Erfahrungen haben, weil sie einfach da mal so 12 Minuten rennen müssen und nicht haben mega oder so. Und also ich denke, irgendetwas ist schon dran, aber was genau ist, ich kann es einfach für mich sagen, ist einfach sehr so das Ursprüngliche und einfach so das Körpergespür ja, oder eben mal so ein bisschen schnell können laufen und auch so ein bisschen an die Grenzen zu gehen und am Schluss, ja, das gibt uns ein gutes Gefühl, oder? Wenn man mal man so eine gewisse Anspannung, mag ich echt das überhaupt und nachher, wenn man es schafft, das ist natürlich auch ein gutes Gefühl. Wie ist das denn mit den Erfolgen? Mit der Zeit kommen ja, oder sind sich mit dir immer wieder Erfolge eingestellt? Wie wichtig sind denn die gewesen, dass du motiviert bist geblieben? Und wie wichtig sind die noch heute Erfolge? Neben dem Gefühl, neben dem Erlebnis, neben der Passion laufen? Mhm. Ja, also die Erfolge tun uns so wie weiter treiben, kann man sagen. Vor allem als Junge, oder? Wenn man nachher sich immer verbessert, oder? Einerseits gibt es ein gutes Gefühl, man hat ja scheinbar nicht Ziele erreicht und nachher bekommt man natürlich auch Anerkennung von uns. Ich denke, das ist, wenn man jung ist, sicher auch sehr ein wichtiger Teil. Wobei so die Anerkennung von uns ist ja sehr vergänglich. Ich denke, schlussendlich muss man sich so wie selber die Anerkennung geben, oder? Und so die eigenen Ziele zu setzen. Und ich denke, das habe ich eigentlich noch so gut geschafft, einfach weil ja früher bin ich ja, aber so mit 3,24 bin ich am besten gsi und jetzt habe ich auch noch Ziele und ich tue jetzt nicht das Ziel von früher so wie nachträglich. Ich denke, das ist wichtig, oder, dass man realistische Ziele sich setzt und wenn es funktioniert, ist gut und wenn es nicht funktioniert, geht das Leben weiter. So. Heute Familie, Beruf, Läufer, früher vor allem viel Läufer. Wie ist das mit dir gewesen? Hast du nie davon geträumt, eine Profikarriere anzustreben, oder das Leben nur vom Laufen? Nein, irgendwie nicht. Ich habe irgendwie immer gemerkt, dass ich beides brauche. Ich bin jetzt nicht, also das Laufen ist halt etwas, was nicht so zeitintensiv ist, wie vielleicht eine andere Sportart, wie wenn ich für den Triathlon mache, das ist einfach zu arbeiten schwierig. Aber bei mir ist einfach in der Zeit, die ich meistens gemacht habe, ich pro Tag vielleicht 1,5 Stunden oder 2 Stunden trainiert. Und dann habe ich wirklich gut noch nebenbei arbeiten. Und das gibt uns einen anderen Fokus, andere Leute. Und ja, mir war es immer wichtig. Fußball
oder andere Sportarten lebend viel davon. Im Laufen gibt es wahrscheinlich weniger davon. Kann man davon leben, vom Laufen, wenn für die, die jetzt das wirklich professionell machen? Oder ist das immer so ein bisschen so eine Wackelübergangslesung? Ja, also wenn man so ein Level hat, wie jetzt zum Beispiel eben ein Viktor Oetlin oder so, da kann man sicher gut davon leben. Aber auf dem Level, wo ich war, ist es einfach recht schwierig. Oder? Vor allem in der Zeit, wo ich am besten war, war es noch viel schwieriger gewesen. Heute wäre es vielleicht ein bisschen einfacher, oder? Weil die Unterstützung oder die Anerkennung ist grösser oder auch mit Sponsoren. Ich denke, heute kann man fast besser, könnte man eventuell besser davon leben. Wobei, aber es ist einfach wirklich sehr mit Risiko verbunden. Du hast der Viktor Oetlin erwähnt, hat es in deiner besten Zeit oder vielleicht sogar jetzt neue Vorbilder gegeben in der Laufwelt, wo du hast gesagt, das wäre so ein Ideal oder eben ein Vorbild, das ich euch mal vielleicht in die Nähe kommen oder erreichen? Ja, nicht speziell eigentlich. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie gerade jemanden, der mich... Also aber klar, wenn man im Fernsehen hat geschaut, so gewisse Läuferinnen oder Läufer oder eben so spezielle Persönlichkeiten. Wir kommen jetzt gerade so der Haile Gabriel Selassie, den habe ich kürzlich gerade zu Bären angetroffen. Das sind natürlich schon so Leute, die faszinierend sind oder so, aber nicht, dass ich jetzt die gerade so als Idol habe gewählt. Heute bringst du Familie, Sport, Berufe, alles ein bisschen unter einen Hut. Wie tust du das eigentlich? Ja, ich denke, ich habe mal, also das Laufen brauche ich ja quasi so als Ausgleich und so. Und irgendwie brauche ich einfach wahrscheinlich alle Teile am Leben. Darum funktioniert es auch gut. Und eins bedingt das andere. Oder ich wollte keines von diesen Sachen missen. Und ich mache es gerne. Es gibt Phasen, wo es mir besser gelingt, alles unter eine Höhe zu bringen. Und Phasen, wo es vielleicht anspruchsvoller ist. Aber ich denke, das kennt jede Frau, jeder Mann, egal was er macht. Sportliche Ziele heute aus deiner Perspektive gibt es dir natürlich auch noch, nehme ich an. Vielleicht ein bisschen anders als damals mit 3,24. Ja, also jetzt mache ich im Herbst mal wieder etwas, was ich seit langem mal nicht mehr gemacht habe, einen Marathon. Jetzt habe ich mich mal entschlossen, mal wieder einen zu machen. Ich bin seit 04 keinen mehr gelaufen und gehe auf Frankfurt. Das ist sicher mal wieder etwas Spezielles. Das freue ich mich jetzt eigentlich. Du machst Marathon, Halbmarathon, 5000 Meter, 10.000 Meter, verschiedene Stadtläufe. Was ist denn also die Lieblingsdistanz, die bevorzugte Distanz? Ist das immer die gleiche gewesen und welche überhaupt? Früher bin ich natürlich sehr gerne auf Bahn gelaufen und eigentlich, das wäre so, für das würde eigentlich mein Herz schlagen. Wobei jetzt, muss ich sagen, vom Alter her ist das erstens schwierig, oder? Und zweitens habe ich ja meine Achillessehne beide mal müssen operieren. Das ist etwas, was ich nicht mehr mache. Ich mache eigentlich auch gar kein Bahntraining mehr oder fast keins mehr, vielleicht 2-3 im Jahr. Das wäre eigentlich so das, was ich am liebsten würde machen, so vom Herz her. Weil das ist so das, was am meisten so ein Nervenkitzel war, auf einfach so vor einem Bahnrennen. Da zählt fast so wie jede Sekunde. Und heute mache ich gerne einfach so die Stadtläufe mache ich gerne oder also der GP zu Bär oder der Kerzersläufe ist einer von meinen Lieblings- Rennen, jetzt mache ich mehr so Sachen. Verschiedene Distanzen, fast wie ähnlich, verschiedene Disziplinen, verschiedene Erfolge natürlich auch. Wo hast du deine größten Erfolge gehabt? Was sind deine schönsten Erfolge gewesen, sportlich bis jetzt? Ja, sicher, als ich mich nach qualifiziert habe für die Olympischen Spiele, ist natürlich immer ein Highlight, wo ich noch heute viel daran, also viel, einfach daran denke, das ist etwas ganz Spezielles und zu der Zeit ist das irgendwie, hat das weniger Gewicht gehabt, dann hat man das irgendwie geschafft, ist das fast so wie selbstverständlich gewesen. Jetzt so Jahre später denke ich, wie habe ich das geschafft oder auch meine Zeit im Halbmarathon, da bin ich eigentlich auch sehr stolz jetzt heute, dass ich das geschafft habe. Zu der Zeit habe ich gedacht, als ich im Ziel war, habe ich gedacht, ich kann sicher noch ein bisschen schneller oder so. Aber es ist so, dass, Wenn du ans Laufen zurückdenkst, vordenkst, eine Szene, vielleicht der Oberwallis, du bist hier aus Nathers, aus dem Oberwallis rausgekommen, jetzt mit den All Blacks tun. Das Thema All Blacks Nathers oder All Blacks Oberwallis, wäre das ein Thema oder kann das mal ein Thema werden? Also, dass ich Trainerin würde werden im Oberwallis? Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, das ist schwer zu sagen. Also, ich würde gerne als Trainerin noch weitermachen, aber es ist halt schon so, durch das, dass ich eben nicht zu Nathers wohne, bin ich irgendwie zu weit weg und ich denke, es macht fast mehr Sinn, dass die Leute, die hier wohnen, und das machen, oder? Aber sag niemals nie, ich weiß nicht, was noch alles passiert in meinem Leben.
Du sprichst es an, mit den All Blacks bist du Trainerin, Läuferin, Mitglied, ich weiß nicht, vielleicht noch im Vorstand oder Komitee, wenn es gut geht. Wie ist die Szene da eben in Richtung Bären im Vergleich zum Oberwall? Ist es da mehr, noch mehr oder läuft das ähnlich ab wie hier? Also wir haben im Moment sehr eine gute Gruppe, vor allem bei den Jungen. Und wobei, da bin ich nicht zuständig für die Gruppe. Das macht ein anderer Trainer. Das wächst extrem, oder? Weil das spricht sich halt auch umeinander, oder? Wenn man jung ist und Erfolg will, hast du halt gehört, wenn man in einer guten Gruppe trainieren kann. Und ich bin für die eigentlich nur zuständig am Mittwoch und Abend. Und das mache ich sehr gerne. Das läuft im Moment super. Die anderen Gruppen sind mehr so hobbymässig, die einfach auch so verschiedene Rennen in der Region machen. Und für die mache ich einfach Trainingspläne oder so spezielle Pläne auch für einen Marathon. Und da gibt es Leute, die mich mehr brauchen und andere weniger, oder? Also ich habe da eigentlich nicht in dem Sinne so eine strenge Aufgabe, oder? Also ich bin schon zweimal pro Woche bin ich da, aber das geht eigentlich ziemlich locker. Das als Trainerin-Karriere vielleicht mal mit dem Schweizerischen Leichtathletikverband oder so, ist das noch so eine Möglichkeit für eine neue Herausforderung, oder wie ist das mit dir? Ja, es ist schwer zu sagen. Im Moment kann ich mir es nicht vorstellen, weil ich eher das Gefühl habe, dass ich mich vielleicht eher beruflich vielleicht noch ein bisschen weiterbilden irgendwann mal in diesem Bereich. Das interessiert mich halt auch sehr. Aber auch da, es kommt darauf an, im Moment sind im Schweizer Leichtathletikverband eher Leute, die ich mir nicht so gut vorstellen kann, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber vielleicht gibt es irgendwann mal, geht es so ein Board auf und ja. Das Thema Beruf, Sonderschullehrerin. Wie sind da die Ambitionen? Was sind da für Ziele und Absichten neben dem Laufsport? Also eben beides unter Höhe bringen und auch da vielleicht Ziele erreichen. Ja, also aber es ist eigentlich ein Bereich, den wir auch so wenig ausgelernt haben. Das ist immer sehr spannend. Wir bekommen Kinder mit verschiedenen Verhaltensauffälligkeiten und da ist auch immer gut, wenn man sich dort weiterbildet und vielleicht ja, wird ich mal irgendwie noch so spezifisch auf diesem Bereich noch etwas weitermachen. Aber ich weiss das im Moment auch noch nicht konkret. Gibt es denn eben Familie, Beruf, Hobby und andere Tätigkeiten noch Möglichkeiten, andere Hobbys auszuüben für dich? Ja, erstmal brauche ich gar nicht ins Yoga. Das ist noch etwas, ist halt auch so ein bisschen, also ja, so Entspannung, Sport zu tun und Hobbys. Ja, also nicht jetzt sonst noch irgendein Hobby. Jetzt habe ich so ein bisschen angefangen, Fotos zu machen. Vielleicht gibt das noch ein Hobby für mich. Aber sonst denke ich, brauche ich nicht jetzt zwingend noch ein anderes Hobby. Ich habe gerne Zeit mal für mich mit anderen Leuten zu treffen oder mit der Familie Sachen zu machen. Und ich denke, auch Kinder werden und auch älter und dann gibt es auch mehr Luft und plötzlich hat man wieder andere Ideen, was man alles machen kann. Und ja, ich lasse das auf mich ziehen. Ich bin eher so der Bauchentscheider anstatt der Kopfentscheider. Familientreffen, Thema Oberwallis, durch den Tunnel durch bist du ja schneller. Wie ist der Bezug zum Oberwallis im Moment? Wie viel Mal bist du noch im Oberwallis abzutreffen? Also ich komme eigentlich mehr einfach so in eine Ferien, komme ich sehr gerne, aber bei uns ist es so, dass eigentlich nur noch meine Eltern sind im Wallis. Die Geschwister, die sind alle in der Deutschschweiz verteilt und es ist vielfach so, dass wir jetzt am Geburtstag von unserer Mama werden wir irgendwie zu tun getroffen oder so. Aber es ist sehr, durch Nea ist das natürlich sehr gäbig. Aber ich muss sagen, ich komme immer sehr gerne wieder ins Wallis. Und im Sommer bin ich auch gerne da auf Mund und Brief so ein, zwei Wochen. Und da merke ich schon, das tut mir sehr gut. Also kommt immer wieder zurück, fährt immer wieder zurück und dann könnt ihr vielleicht sagen, und wenn sie nicht, so läuft sie noch heute. In dem Sinne viel Glück, viel Vergnügen natürlich auch in Zukunft beim Laufen, mit der Familie, beim Sport. Der Ursula Spielmann-Jeitzner, herzlichen Dank für die Anwesenheit, herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal.